Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Mit Ausblick auf Chateau starten wir bei unseren netten Handwerkern. Viel gibt es hier nicht mehr zu tun, also lasst uns das schnell noch abarbeiten. Ich komme mit dem dicken Hammer und reiß euch direkt schon wieder ein paar Hütten weg. Einmal hier oben die Polizei, die brauchen wir nicht, haben wir da eine stehen. Und hier unten zur Not auch noch eine. Das Krankenhaus an der Stelle wird auch nicht benötigt. Das reicht vollkommen aus, was hier unten steht. Und die Schule bei euch hier zwischen Krankenhaus und Marktplatz. Einfach zu teuer mit den Instandhaltungskosten. Ihr versteht mich. Muss ich alles drauf achten. Da könnte man hier jetzt noch ein paar Hütten mit reinstellen. 4 Stück, um genau zu sein. Und hier oben brauchen wir aber auch noch eine Kirche. Hatte ich beim letzten Mal vergessen, muss noch mit hin. Aber hier an der Stelle, beim Regionalministerium, da lässt sich auch noch ein bisschen Platz gewinnen. Drehen wir das einmal um und schwupps können wir schon ein paar Hütten mit daneben stellen. Ziehen wir euch mal hier runter. Ich würde da nämlich etwas ausprobieren wollen. Noch Platz für dich? Ja, könnte ich sogar da noch hinstellen. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Aber Platz muss bleiben für noch eine Straße. Da muss ich noch durch. So. Mehr passt halt nicht hin. Hier war doch aber auch noch was möglich. Genau, viel zu viele Straßen. Meiner Meinung nach. Da kann doch was raus. Und hier noch was weg. Schieben wir das einmal zusammen. Und können da auch wieder ein paar Bauernhäuser aufgestellt werden. Gleiches an dieser Stelle. Ach, wer das nur alles geplant und gebaut hat. Gehört bestraft. Und wieder 4 Stück. Was gebe ich alles dafür, nur einmal aus diesem Loch herauszukommen? Die dahin gezaubert werden können. In deinem Loch bist du und in deinem Loch bleibst du. Ihre Weigerung ist... Ich hol dich da nicht raus. Kannst du mal komplett vergessen. 1, 2, 3. Hier sehe ich auch noch Handlungsbedarf. Da reiß ich hier mal ein bisschen was weg. Das reicht ja schon. Oh, Moment mal. Die obere Straße, das war jetzt nicht mein Plan. Das vergessen wir mal komplett. Nur das wollte ich. Da noch ein paar hin. Und da bin ich zufrieden. Brauchen wir denn hier im mittleren Bereich so viele Straßen? Oder könnte man da vielleicht nicht auch noch was zusammenschieben? Eigentlich doch schon. Einmal an der Stelle. Zieh ich's doch nochmal nach links. Und da gibt's die Straße hier. Wird einmal die Feuerwehr noch nachgeschoben. Ich weiß, alles wieder Erbsenzählerei, was ich hier betreibe. Aber man muss nehmen, was man bekommen kann. Und hier will ich gern noch was mit hinstellen. Straße, ja, ach Mensch. Ihr immer mit euren Straßen. Da stelle ich da halt wieder eine hin. Zufrieden damit? Gut, dann bin ich's auch. Alles soweit geklärt jetzt hier? Oder nicht? Na, 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 na. Was sehen denn da meine Augen? Wäre denn da nicht vielleicht noch was möglich? Passt hier noch eins mit dran, wenn ich euch noch nach unten ziehe? Wahrscheinlich nicht. Aber ich probier's mal. 1, 2, 3. Nein! Man kann's ja mal versuchen. Gut, dann probiere ich's hier nochmal mit meinem Glück. Reiß ich da nochmal was weg, schieben wir euch nochmal nach. Vielleicht ergibt sich ja da noch eine Möglichkeit. Zum Beispiel an... Nein, doch nicht an dieser Stelle. Alles nicht möglich. Komme ich nicht rum, geht nicht. Und wenn ich die Straße hier dran zaubere... Ein Platz, gut gemacht. Wenigstens das. Da geht auch nichts mehr, sehe ich.
Gut, dann kann das alles so bleiben, wie es jetzt ist. Hohoho. Gut, 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 gut. Jetzt wollte ich noch... Was wollte ich jetzt noch? Genau, das Kraftwerk. Noch ein paar Meter weiter nach links verschieben. Spart man sich ein paar Schienen? Und nein, das geht nicht. Da erreichen wir die oberen Fensterfabriken nicht. Da wäre auch nicht möglich. Ein Feld wieder. Wirklich? Ist das wieder euer Ernst? Schieb ich das mal nach drüben? Gibt's da wieder die Straße? Und Tatsache. Das eine Feld. Gut, alles andere stimmt. Dann stelle ich dich mal dahin. Anschluss. Bekommst du wieder. Das alles kommt weg. Warum der ganze Aufwand, werdet ihr gleich schon sehen. Da haben wir jetzt aber schon mal Platz für ein weiteres Lagerhaus. Sehe ich doch richtig. Und da wird's auch dahingestellt. Ziehen wir das mal durch in der Reihe hier. Na, na, na. Einmal hier noch hin, einmal da noch eins mit dran, dann kann die Straße hier nach links. Reißen wir da wieder was raus. Und eins. Zwei Stück noch mit an diese Stelle. Aufrüsten bitte das Ganze noch. Wäre mir lieb. Und jetzt kann geschaut werden, was hier noch an Platz herausgekitzelt werden kann. Das nehme ich jetzt schon mal alles weg. Ja, brauchen wir ja nicht. Bis dahin. Na, eigentlich kann das auch alles schon weg. Ihr habt ja euren Anschluss. Könnte man sogar hier drüber legen? Ja, könnte man auch. Tun wir auch. Nehmen wir das schon mal raus. Und das entfernen wir. Wie sieht's denn aus mit Polizei? Ach ja, ich wollte euch ja auch noch eine Kirche dazwischen stellen. Fällt mir gerade so ein. Fast wieder vergessen. Na Moment, wir suchen uns da ein Plätzchen raus. Könnte man da noch was Sonnenstrahlen zusammenschieben? Ja, aber mit Sicherheit. Da haben wir schon Straßen durch. Nehmen wir die raus. Nehmen wir die zwei noch raus. Nehmen wir die noch raus. Und dann kommt ihr alle weiter nach unten. Ja, auch du. Die schließe ich hier drüben noch an. Den Luxus, den gebe ich dir. Reicht's noch bis nach oben bei dir? Ja, reicht noch bis nach oben bei dir. Und wenn ich das jetzt hier so wegreise? Lass da mal überprüfen. Nee, nicht wirklich. Hey, ja gut, vielleicht dann doch ein paar Meter weiter hoch? Ich meine, bei dir reicht's ja. Ach, das Gefriemel wieder, wie ich's mag. Müssen wir es bei dir auch wieder anpassen? Kein Problem, hab ja nichts anderes zu tun gerade. Reicht's denn da, an dieser Stelle? Auch nicht. Ach, ihr immer... Ach, warte, 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 warte. Passt da nicht noch eins? Nein, passt nicht. Schade. Och, ach, ach, wisst ihr. Dann halt noch ein paar Meter weiter. Nee. So? Ach, jetzt passt das wieder nicht. Oh, ich gehe am Stock. Komm runter. Komm dahin. Genügt es? Es genügt. Aber hier oben noch nicht wirklich. Ach, muss ich das dann noch ein bisschen verschieben? Nee, nee, nee. Überall nur Probleme hier. Schiff vom Stapel gelaufen. Schön für das Schiff. Kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Jetzt würde ich gern... Oh, dich brauche ich doch gar nicht. Dich
dich hier oben, das Varieté. Da kommen wir doch damit aus, oder? Naja. Sehe ich doch so. Man könnte sogar... Moment mal, wie viel Platz brauchen wir für dich? Passt da nicht rein. Na fein. Zwei von euch müssen weg. Aber wenn ich dich hier da aufstelle, na, ein bisschen weiter rechts vielleicht. Hier das dann rausreise. Und für euch wir befinden uns noch einen neuen Platzsucher. Den ich nicht finden werde. Na gut, wir können ja auch abreisen. Kleinigkeiten. Da können wir da eure Kirche reinstellen. Vielleicht doch ein bisschen weiter nach links packen noch. Könnte ich tun. Die Möglichkeit besteht ja. Ach. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Warum nicht gleich? Alle mal hier hoch. Alle mal Platz machen. Was für ein Opus Magnum. Jetzt fangt nicht wieder sowas an. Ich hab genug. Um dass ich mich ärgern kann, kümmern kann, kümmern muss. Ihr wisst schon. Na, jetzt ist da wieder eine blöde Stelle frei. Packe ich hier noch was mit hin? Was jetzt eigentlich mein Plan wäre. Hier gibt es ja jetzt noch ein paar Bauern, hier gibt es ja jetzt noch ein paar Arbeiter und noch, ja, eine gute Handvoll Handwerker. Also könnte man zur Not, falls man denn in der Zukunft noch ein bisschen was hier aufstellen wollen würde, na, könnte man noch was mit abreißen und hier hinklatschen. Wir könnten das jetzt ja mal testen. Dafür... Die Handelskammer würde bis hier in die Reihe gehen. Hui, doch so viel. Na gut, versuchen wir es mal. Reisen wir mal das alles weg hier. Zack, schon sind es weniger. Ja, wir hatten auch gleich wieder ein paar mehr. Da könnte man... Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Hier dann in etwa schon mal eine Handelskammer platzieren. Müsste der andere ganze Kram jetzt hier auch noch weg. Da muss ich Platz für die Universität suchen. Reiß ich hier mal was weg. Das sollte doch passen. Passt es auch. Kann das jetzt auch wieder weg? 3600 und es wird immer weniger. Ja, aber ich will es halt versuchen. Das noch und das noch und dann sind wir fast auf null. Oh, im Minusbereich schon. Gut. Vielleicht wird es nicht ganz so viel. Ach, jetzt stehen da wieder Straßen im Weg. Glaubt man's? Das wäre die Idee dahinter. Nun könnte man hier unten sich noch ein bisschen an den Bauern bedienen. Da rüsten wir noch ein bisschen was auf. Warum will der in der Ecke nicht? Wie die Made im Speck. Ach, Mark, Platz nicht nah genug dran. Na, dann tauschen wir es einfach mal hier aus. Mit dem Krankenhaus. Hospital, Entschuldigung. Und schon solltest du doch nah genug dran stehen, dass ich dich aufrüsten kann. Na komm schon. Na aber. Ach ja, muss ich wieder warten? Dann warte ich. Rüsten wir euch mal auf. Rüsten wir euch nochmal auf. Sind wir bei 900. Nehmen wir euch nochmal mit. 700. Naja, die lassen wir mal, falls da noch ein oder zwei Bereiche mit Baumschulen aufgestellt werden müssen. Wissen wir ja noch nicht, was da noch auf uns zukommt.
Jetzt kannst du noch hinterhergeschoben werden. Und hier unten können wir die Arbeiter zu Handwerkern machen. Da gibt's da schon mal wieder ein paar. Obendrauf, was braucht ihr denn jetzt alles hier unten Lot, noch? Sag ich mal. Ach, ein Marktplatz. Nö, da rüst ich dann die hier auf, wenn die soweit sind. Oh, Moment. Hier unten braucht ihr auch gar kein Varieté mehr. So. Eine Universität. Die haben wir jetzt hier stehen, die haben wir jetzt hier stehen. Muss die da jetzt auch noch unbedingt sein? Ich denke doch nicht. Naja. Funktioniert doch eigentlich ganz gut so. Dann kann da auch noch ein bisschen was hin. Ja, wer hätte es denn gedacht? Na komm, dann nehmen wir gleich mal euch dafür. Seid ihr schon aufgerüstet? Runter mit euch! Und wieder neue Häuserchen hin. Ja, da passt da jetzt auch noch was. Können wir mit dir noch? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Können wir dir mit dir noch ein Feld weiter nach links? Wäre das noch möglich? Nee. Sag bloß. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Kommt's halt dahin. Straße daneben. Ach, jetzt reicht's ja von der Höhe schon mal gar nicht. Ach. Naja, trotzdem noch zwei Stück, die da mit hin können. Wunderprächtig. Wann seid ihr soweit? Wann darf ich bei euch aufrüsten? Muss ich noch ein bisschen warten. Okay. Ha, gut, dann schnell nochmal hier im Lehrfeld aufräumen. Viel ist's ja auch nicht, was da weg muss. Nur ein bisschen Platz machen. Aber ihr seht, der Platz, den konnten wir hier schon mal gut machen. Kann also später dann auch wieder was hingekleistert werden. Ich platziere schon mal für die Zukunft hier oben ein Kraftwerk, Elektrizität. Hat ja nicht bis in die letzten Ecken gereicht. Also stelle ich, ja, wo stelle ich es denn hin? Hier vielleicht einfach mal durch so ein Lagerhaus austauschen. Oder reicht es da nicht? Reicht nicht. Gut. Dann muss es woanders hin. Hier oben in die Ecke rein. Vielleicht. Ja. Warum denn nicht? Die paar Prozente. Damit kann ich leben. Und wenn ich hier nochmal drum gehe, komme ich da wieder nicht drüber, weil ihr da schon euren Anschluss habt. Einmal was bauen möchte ich, ohne dass mir dazwischen gefunkt wird. Da wollte ich jetzt eigentlich gar keine Straße haben, aber was soll's. Baut halt hin, wenn ihr wollt. Gut, ich werde ja später sehen, ob es funktioniert und wenn nicht, wird es halt da hingesetzt, wo es hin muss. Ein kleiner Bereich hier, ein kleiner Bereich da, noch ein kleiner da. Und zur Not könnte man, wenn man hier hinten die Handelskammer entfernt. Achtung, der Boss.
und ein bisschen Quarzsand hinten fallen lässt, könnte man da auch noch was aufstellen. Okay. Dann tut es mir leid, dass ich da euer Lagerhaus weggerissen habe. Gebt sofort ein nagelneues. Und kommt schon, die roten Zahlen, die müssen jetzt aber weg. Oh. Brauchen wir die Schule? Brauchen wir eigentlich nicht. Die könnte man ja noch ein paar Meter weiter hochholen. Mach ich auch gleich. Hab ja gerade sowieso nichts zu tun. Gut. Gut. Könnten die Rathäuser vielleicht noch ein paar Meter weiter weg? Nach unten? Könnten sie. Naja, nicht wirklich. Gut, dann kommst du dahin. Nee. Ja Mensch, bleib halt erstmal da stehen. Hab ich dir jetzt dein Buch rausgenommen? Wollte ich nicht. War nicht meine Absicht. Ah, die Damen und Herren, sie sind langsam soweit. Schön, finde ich das. Aber wenn, dann bitte alle. Gibt's nur im Gesamtpaket heute. Oder reicht's bei euch nicht hin? Doch. Wieder nur die Nachzügler. Tja, wie viel kann ich jetzt hier noch rausholen? Was könnte man hier dann noch mit hinstellen? Vielleicht sogar vom Lehrfeld. Willkommen in der Manufaktur. Und noch die Produktionsketten für die Dampfwagen? Na, ich weiß nicht. Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Vorerst wird es frei bleiben. Wir haben da noch ein paar andere Sachen zu tun, was die neue Welt betrifft. Aber dazu kommen wir erst in der nächsten Folge. Bleibt heute nicht mehr genug Zeit und wir wollen heute zum Abschluss noch einmal uns den Luxus gönnen und in Quarnforts wieder aufrüsten. So viel Zeit muss sein. Na, Halleluja, Freudenschreier. Nicht ganz. Ja, genau euch hier will ich. Ihr seid so schön mit im Bereich. Ihr gebt hohe Zahlen. Das wollen wir doch. Macht's nicht so spannend. Zeitspiel. Ach. Sie lassen aber auch nicht mit sich reden. Oh, vielleicht doch. Gehe ich da noch einmal drüber, dann nehme ich euch noch einmal mit. Och. Gefällt mir nicht. Der eine wieder hier. Och. Naja, später. Wir haben ja wieder 1800, naja, ich sag mal knapp 2000 Handwerker. Bisschen was kann man jetzt noch aufrüsten. Vielleicht kommt man so auf 2500, 3000, die man da später noch nutzen kann. Aber das Wichtige ist, wir haben die Produktion für die Baumaterialien hier jetzt auf der Insel. Wir haben noch zwei weitere Plätze,
die man nutzen könnte. Wir haben freien Platz im Lehrfeld und in der neuen Welt werden wir auch noch welchen generieren. Aber das, wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Für heute soll es das, was die Inseln hier betrifft, gewesen sein. Nochmal kurz wie angekündigt nach Trelawney gesprungen und die Wolkenkratzer aufgerüstet. Nochmal das ganze Material verpulvern, was wir da aktuell im Lager haben. Und dann war es das für die heutige Folge. Wie ein König in seiner Burg. Wo waren wir da eigentlich stehen geblieben? Ach, hier oben. Der kleine Zipfel, der war noch nicht komplett. Ich muss zugeben, es ist ein Aufstieg. Machen wir den doch mal komplett. Einmal hier. Oh. Jetzt habe ich euch mitgenommen. Das war... Na? Abseits meines Planes. Aber egal. Kommt ja jetzt sowieso dran. Bin ich mal nicht böse mit euch. Und hier unten dann gleich weiter. Hab ich doch richtig gesehen. Jawohl. Zieh ich mal wieder großzügig drüber. Reicht's noch für euch hier? Bis zum Flussende? Bis zum Fluss, meine ich? Ja, gerade so. Mehr aber auch nicht. Nur die paar können wir dann in der nächsten Folge aber auch noch mitnehmen. Und wenn wir einmal hier sind, können wir ja mal einen Blick ins Lager werfen. Wie sieht's denn da mit den Konsumgütern aus? Mit denen, die Probleme gemacht haben. Einmal die Billardtische, die füllen sich wieder, nimmt stark zu. Sieht gut aus, Cognac nimmt auch stark zu, perfekt. Ein paar Schiffe könnte ich da vielleicht mal wieder auf die Routen für Zigarren, Schokolade und Co. packen. Aber das ist... nur Detailzeug, Detailkram. Bräuchte ich mal wieder welche? Baut mir mal welche. Dann war es das für heute. Verschwinden wir zur Expedition und sehen uns dann beim nächsten Mal in der neuen Welt wieder. Haarsträubende Schrecken. Ruf des Teufels. Menschliche Stimmen erklingen durch den unbewohnten Regenwald. Mit jedem Schritt durch die feuchte Luft und die dichten Bäume ringen sich die Seeleute unbewusst dichter um ihren Priester. Über Gerüchte, über die Präsenz des Bösen konnten sie im Schutz ihres Schiffes noch lachen. Doch die Erkundung des Waldes selbst ist etwas anderes. In der Entfernung hört man das Brabbeln eines Kindes. Der Priester ermahnt die Mannschaft, es zu ignorieren. Die Stimme ignorieren, wie der Priester es vorschlägt, oder den Rat ignorieren, und nach einer rationalen Erklärung suchen. Hört mal auf den Priester, der weiß schon, was er sagt. In den Wellen geboren, in den Wellen gestorben. Der Rat des Priesters wirkt. Mit zugehaltenen Ohren und verschlossenen Herzen rennen die Männer aus dem verfluchten Ort vor der heulenden Stimme davon. Als sie die Ohren wieder aufsperren, sind die Stimmen verschwunden und der Glaube stärker als je zuvor wiederhergestellt. Egal, ob es der Ruf des Teufels war oder nicht, ihre Standhaftigkeit muss gefeiert werden. Naja, ihr findet auch für alles einen Grund zum Feiern. Also ehrlich, aber es sei euch gegönnt. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Für heute sind wir durch. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.